Mit Teilnehmern aus 31 Nationen und Vertretern aus 15 Konfessionen setzte das Parlamentarische Gebetsfrühstück 2023 in Wien erneut ein Zeichen eines guten Miteinanders in Politik, Kirche und Gesellschaft. Das überparteiliche Vorbereitungskomitee, bestehend aus Personen aus allen im österreichischen Nationalrat vertretenen Parteien, hatte für den 13. Juni in die Räume des neu renovierten Parlaments geladen. Den musikalischen Rahmen gestaltete der Abgeordnetenchor und der erste Impulsvortrag kam von der legendären ehemaligen Skirennläuferin Nicole Niki Schmidhofer. Und liebe Niki, jetzt ist die Bühne frei für dich, für die Weltmeisterin im Super-G, für die Gesamtsiegerin im Abfahrtsweltcup der Damen und die schnellste Frau auf Skiern in Österreich mit 217 km/h. Liebe Niki! Jetzt bin ich fast ein bisschen mehr nervös als beim Rennen fahren, gell? Weil das schauen vielleicht mehr Leute zu, aber ich sehe sie nicht. Danke erstens für die Einladung, es freut mich, dass ich da sein darf. Ich habe mir Gedanken gemacht, was darf ich mitgeben, was kann ich mitgeben, und ja, ich möchte euch erzählen, wie es mir in den letzten Jahren so gegangen ist und wie man durch so Situationen durchkommen kann, wenn man die Situation annimmt, wie sie ist. Der Glaube und die Gedanken können Berge versetzen. Vor 3 Jahren, im Dezember 2020, habe ich mir gedacht, oh nein, nichts. Und dann hat es schon gedacht, irgendwie ist alles extrem schnell passiert und im gleichen Moment ist alles in Zeitlupe abgelaufen. Und wie ich mich dann ein bisschen gefangen gehabt habe, bin ich hinter einem Netz gelegen, beim Abfahrtslauf, und habe mich überhaupt nicht auskennt, was ich jetzt auf einmal hinter dem Netz tue, weil das ist eigentlich normalerweise fast ins Netz, das haut ich zurück. Nein, ich bin durch das Netz durchgefallen und habe das mega Glück gehabt, dass da hinten noch ein zweites Netz war. Ansonsten wäre dort schon der Wald gewesen, und wir wissen alle, wenn ein Körper gegen einen Baum kracht, wäre der Schwächere wahrscheinlich sein wird. Mein erster Gedanke dahinter war, das traue ich mir jetzt so fast gar nicht sagen, schön, was tue ich mir da eigentlich an? Und der zweite Gedanke war, ich mache das alles, weil sich Skifahren, das Gefühl auf der Piste unglaublich anfühlt, wenn man einen Lauf durchgeht und den so umsetzen kann, wie man sich's vornimmt. Und dann habe ich mir gedacht, die WM in Cortina wird sich jetzt nicht ausgehen, weil mein Knie spürt sich gar nicht gut an. Und im nächsten Moment habe ich mir gedacht, da war noch nicht einmal der Erstschäfer bei mir. Wurscht, dann fahre ich nächstes Jahr zur Olympia. Egal, was mein Knie gerade hat, ich habe es nicht bewegen können, es war angeschwollen, es war wie ein Elefantenbein, hat es nach 2 Minuten ausgeschaut, man hat kein Knie gesehen, man hat keinen Knöchel gesehen, gar nichts. Und ich habe mir gedacht, Olympia, die siege ich sicher noch einmal. Nicht der Schmerz des Ausscheidens beim Rennen war das, was mir am meisten angezipft hat in dem Moment, sondern wirklich nur das, dass mein Traum von der WM geplatzt ist. Ich bin dann nach einigen Stunden irgendwann einmal nach Innsbruck gekommen zum Dr. Fink und habe dann nach 12 Stunden meine endgültige Diagnose gehabt. Die Hoffnung bis dorthin war, dass es ein Kreuzbandriss ist. Und am Ende war es leider so, dass wie ich vom MRT rausgekommen bin, und der Christian Fink ist ein Arzt, der hat schon, weiß nicht wie viel Knie operiert, schon Verletzungen gesehen, da war weiß im Gesicht. Und dann habe ich gewusst, das ist kein gutes Zeichen. Der Christian hat mir dann erklärt, Niki, es ist leider alles kaputt im Knie, was kaputt sein kann. Wir müssen die nächsten Tage beobachten, wir wissen nicht, was mit den Gefäßen los ist, ob das Bein haltet, und sobald du kleine Veränderungen merkst, bitte sofort sagen. Und ich habe mir angeschaut und gesagt, aha, okay, geht es das nächste mit Olympia aber trotzdem aus, oder? Und der schaut mir an und sagt, ja Niki, wir schauen jetzt einmal, wie das ist, und wir versuchen das Beste zu machen, es wird ein langer Weg, wir bringen ihn nach Graz. Gut, dann fliege ich nach Graz, ist ja, mein Gott, das ist ein Fuß, was wird da schon sein? Ich habe mir gedacht, ja, bin bei den besten Ärzten. Dann bin ich in Graz ins UKH gekommen, zum Dr. Mandl, zum Dr. Steinböck und zum Dr. Korgruber. Bin dort rein und habe gesagt, grüß euch, ich bin die Niki, fliegt mit zusammen, nächstes Olympia. Und die haben mich ganz entgeistert angeschaut und gesagt, ja, wir planen mal die Operationen für die nächsten Tage. Und dann sage ich, was Operationen? Naja, 3, 4 werden wir schon brauchen, Niki, das ist schon sehr massiv, was du da hast. Ja, machen wir. Klar, Vollbomb mit allen möglichen. In der vielen Zeit, was ich da gehabt habe, denkt man mal nach, warum passiert einem das? Warum passiert mir das? Warum muss es so eine schwere Verletzung sein? Hätte nicht ein Kreuzbandlage gereicht, dass die Saison fertig ist?
Aber die Antwort darauf ist relativ schnell von innen herausgekommen. Jeder Mensch bekommt seine Aufgabe auf der Welt und hat in der gewissen Zeit, was wir auf unserer schönen Erde verbringen, Aufgaben und Herausforderungen zu bewältigen. Manche sind einfach, man sieht sie gar nicht als Herausforderung. Wiederum andere sind solche Herausforderungen, dass man im ersten Moment gar nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Ich habe es zuerst ein bisschen weggeschoben und irgendwann gesehen, dass das die Herausforderung ist, wo der da oben, Gott, gesagt hat, wenn das wer schaffen kann, dann ist es die Niki. Und da habe ich mir gedacht, passt, Herausforderung angenommen, ich schaffe das, ich kann das schaffen. Kurz darauf sind die Ärzte gekommen, wir haben ein bisschen andere Vorstellung gehabt, wie das Ganze verläuft. Ich wollte wieder Skifahren, sie haben gesagt, Niki, wir sind froh, wenn du normal gehen kannst. Und dann haben sie gesagt, Niki, Skifahren wird unmöglich sein. Was heißt eigentlich unmöglich? Ich habe ein paar Synonyme dafür ausgesucht und das war, es ist ausgeschlossen, es ist undenkbar, keinesfalls, niemals wirst du wieder Abfahrt fahren, wirst du wieder 40 Meter weit springen, wirst du mit über 140 km/h Pisten runterfahren. Und mit meiner Diagnose haben sie gesagt, es ist unmöglich. Die Trainer haben es für undenkbar gehalten und die meisten Leute, die sie getroffen haben, haben gesagt, keinesfalls kommt die Schmidhofer wieder zurück und wird nochmal Rennen fahren. Die ganzen Sachen und Herausforderungen, was mir gestellt worden sind, habe ich angenommen und habe dem Großen und Ganzen, was ich vor mir gesehen habe, und zwar wieder zur Olympia zu fahren, wieder Ski zu fahren, angenommen und habe gewusst, mit meinem Mindset, mit meiner Familie, Freunde, Therapeuten, Ärzte, kann ich das schaffen. Und ich weiß, dass das Ganze nicht umsonst passiert und dass da ein großer, schöner, weiter Weg von oben für mich vorgegeben ist. Ich war ein paar Mal, die paar Tage, wo ich daheim war, waren meistens Wochenenden. Ich war 6 Monate in Summe eigentlich auf Reha daheim und war natürlich auch in der Kirche in Schönberg. Und das sind auch die Momente, wo man sehr viel nachdenken kann und wo ich gesessen bin und ich eigentlich immer ein Lächeln im Gesicht gehabt habe und durchgesessen bin, viel Kraft mitgenommen und man denkt dann, ich schaffe das. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum ich es nicht schaffen kann. Ich war mir nur ein einziges Mal in meinem Leben noch sicherer, dass ich was schaffen werde. Und das war bei der WM 2017 in St. Moritz. Da bin ich angereist und habe ein Lächeln im Gesicht und ich habe gewusst, ich mache eine Medaille. Ich habe zwar geglaubt, ich mache die Bronzemedaille, aber es ist über Schlimmeres gegeben, als mit Gold und einem Weltmeistertitel haben zu fahren in dem Moment. Muss man auch sagen. Also, das Unmögliche möglich zu machen. Alles, was die Menschen herum gesagt haben, was nicht möglich ist, die große Herausforderung, die mir Gott gegeben hat, zu meistern, habe ich dann am Ende wirklich geschafft. Ich bin knapp 10 Monate nach dem schweren Sturz das erste Mal auf Schnee gestanden. Und das war ein unglaublich schönes Gefühl. Sehr viel Dankbarkeit war dabei. Und dann habe ich mein Ziel gleich mal erweitert und wollte unbedingt mit der Mannschaft nach Amerika fliegen zum Training und in Lake Louise auf dem Berg, wo ich schon 3 Rennen gewonnen habe davor, unbedingt mein Comeback geben. Und das habe ich auch dürfen. Es war sehr viel Dankbarkeit dabei. Eine riesengroße Belohnung von der ganzen intensiven und harten Trainingsstunden, Reha-Einheiten, wo ich da hinter mir gehabt habe. Ich war nicht einmal nervös. Ich glaube, das war das Rennen, wo ich am wenigsten oder gar nicht nervös war, das einzige in meinem Leben. Weil ich einfach nur froh war, dass ich wieder fahren habe dürfen und das als großes Ganzes sehr dankbar angenommen habe. Im Nachhinein gesehen, war das vielleicht der Moment der Versöhnung? Der Versöhnung vielleicht mit dem Rennenfahren? Oder doch die Versöhnung mit dem Schicksal, was das Ganze mit sich gebracht hat? Dem Schicksal, was mir Gott auferlegt hat, den Weg, den er mir vorgegeben hat zu machen, um mich zu testen, ob ich wirklich alles geben kann, wenn ich will, um zu sehen, was möglich ist, wenn man alles dafür gibt, was man liebt und was man tun will. Viktor Frankl sagt es so, darf ich zitieren, wir müssen lernen, dass es eigentlich nie und nimmer darauf ankommt, was wir vom Leben zu erwarten haben, vielmehr lediglich darauf, was das Leben von uns erwartet. Ich darf noch weiter zitieren, sofern nun das konkrete Schicksal dem Menschen ein Leid auferlegt, muss der Mensch sich aus dem Leid gegenüber zu dem Bewusstsein durchringen,
dass er mit diesem leidvollen Schicksal sozusagen im ganzen Kosmos einmalig und einzig dasteht. Niemand kann es ihm abnehmen, niemand kann an seiner Stelle dieses Leid durchleiden. Darin aber, wie er selbst, der von diesem Schicksal Betroffene, dieses Leid trägt, darin liegt auch die einmalige Möglichkeit zu einer einzigartigen Leistung. Viktor Frankl aus Trotzdem Ja zum Leben sagen. Meine Leidenschaft zum Skifahren war mein Hobby und mein Beruf. Ich möchte keine einzige Stunde, was ich da erlebt habe, missen. Ich sehe das alles als großes Ganzes und bin sehr dankbar, dass ich das erleben habe dürfen. Ich wäre heute nicht der Mensch, der ich bin, wenn die Verletzung nicht gewesen wäre. Ich denke anders, ich bin anders, ich habe unglaublich tolle Leute kennengelernt. Ich sehe das Leben anders. Man ist für Sachen oft einmal so undankbar, was einfach sowas von nebensächlich sind, wenn man mal drüber nachdenkt, was es heißt, vielleicht kein Bein mehr zu haben. Wie sich dann, wenn du Leute im Rollstuhl sitzen siehst und da denkst, wie viel Glück habe ich eigentlich gehabt? Auch wenn es eine mega Herausforderung war, die was mir gegeben worden ist. Die ganzen Leute, was mir dabei geholfen haben, ein Wahnsinn. Und am Ende kann ich sagen, ich habe mich versöhnt mit der ganzen Situation. Versöhnung bedeutet, Frieden mit jemandem zu schließen, in meinem Fall das Rennfahren und das auferlegte Schicksal Gottes. Versöhnung bedeutet auch zu vergeben, seinem Gegenüber oder sich selbst. Und sich selbst zu vergeben ist wichtig, denn sich selbst sieht man jeden Tag in der Früh im Spiegel. Und Versöhnung mit der Familie steht im Ganzen kaum etwas nach. Die Liebsten, die man um sich hat, sind die, die aus dir machen, wer du bist. Sind wir mit uns selbst im Reinen und in einer friedvollen Umgebung und mit dem Leben und mit Gott, so werden wir uns leicht mit anderen versöhnen und hoffentlich alle in Frieden leben können. Danke.